Eine junge Polin erobert Anfang des 20. Jahrhunderts die Pariser Wissenschaft und bringt die Welt der Physik zum Wanken. Marie Curie. Radioaktivität. Diesen Namen gibt Marie Curie einer rätselhaften Strahlung, die ein schwarzes Mineral in ihrem Labor aussendet. Die erste Frau, die einen Nobelpreis bekam und gleichzeitig nicht in der französischen Akademie der Wissenschaften zugelassen wurde, weil sie eine Frau ist. Marie Curie war nie eine Feministin. Man kann aber sagen, dass ihre Lebensart, ihr Leben, als Vorbild für den feministischen Diskurs dienen kann. Unsere Reihe Marie Curie. Am Samstag um 22 Uhr. Nur hier in ARD Alpha.